Damit begrüße ich euch herzlich zu Resident Evil Revelations 2. Mit eurem Alpha Chief am Start. Claire ist mit dabei und die gute Moira mit der Brechstange. Und vor allem viele, viele böse Monster, Zombie, Schrägstrich. Naja, nichts anderes außer Monsters und Zombies. Naja, egal. Das macht aber Resident Evil aus. Was nicht so ganz ausmacht, ist, dass ich mich manchmal anstelle wie so ein abgelaufener Joghurt. Aber trotzdem, ich hab Spaß. So, jetzt mache ich das, was ich am liebsten mache im Videospielen, wo ich genau weiß, es passiert nie was. Schalter betätigen, die unbekannt sind. Und oh mein Gott, das kam natürlich jetzt voll überraschend. Scheiße. Nö? Monster! So. Komm mal her. Komm mal her. So. Beiß, beiß, schräg. So. Und irgendwas Großes muss kommen. Weil das Schnaufen kommt von einem Riesenvieh. Och nö. Nimm die Beine in die Hand. Oh, was war das denn jetzt? Zack. Oh, Alter. Boah, weggesemmelt den... Hast du ihn geschlagen? Zack, so macht man das. So. Moira, wir haben eben... Oh, nee, brauchen wir nicht so. Blah. Ich gerade nicht in Panik. Benutzen. So. Ah. Ah, warte. Alter. Das kannst du mit einer Lady doch nicht machen. So. So geht das. Zack. Zack. Bleib liegen. Hat dein Kumpel dich weggesemmelt? Zack, Schnauze. Bleibst jetzt mal liegen. Bist ja auch eine hartnäckige Nuss. Wie geil, dass der eine Kumpel ihn so weggesemmelt hat. Ah, herrlich. Ich liebe das. Oh, Schrotflinte-Mini. Kommt doch wie gerufen. Schrotflinte. So, ich glaube, das ist ein Einschlag von meiner Schrote. So. Oh, yes. Zack. Magnum-Muni. Und ich rede nicht vom Eis. Sondern wirklich für den Revolver. Alle hopp. So, den werde ich zuletzt benutzen. Weil das ist wirklich so ein... Wenn ich in Not bin. Vielleicht bei einem Bossfight oder sowas. Der Alpha muss jetzt gucken, wo lang. Und der Alpha hat vergessen, sein Handy auf lautlos zu stellen. Nee, war schick. Meistens ist er so, wenn ich aufnehme, da kommen ja immer irgendwelche Leute, die dann irgendwas von dir wollen. Finde ich nicht nett, finde ich fies. So. Schrotflinte. Ja, Momentchen. So, da ist ein Weg, ich glaube, aber für die Natalia? Wegen Fußabdruck? Ja, ich guck mal. Auf jeden Fall erstmal schauen, wie viel Muni ich habe. Ich könnte Pistolmuni jetzt wieder benutzen. Bisschen öfters. Ja, ist ja gut jetzt, Handy. Kommen die ganzen Updates oder sowas. Da. Gieke. Weil deines Amtes. Guck mal, wieder Schrotflinte. Wenn das nicht schon was bedeutet. So. Aber wie gesagt, mir fehlen so die Kafka-Zeichen. Wow, das war jetzt aber ein Ruckler. So. Dann geht's da lang. Dann geht's wo lang? Er hat noch Fußspuren, oder nicht? Aha. Bing. Doppas. Gehen wir mal hier durch. Ah, guck mal. Zack. Und wieder Magnum Money. Wenn das nicht schon was bedeutet. So, ich glaube, da geht's wieder runter. Habe ich lange nicht mehr gehabt, sowas. Boah, wie bei Resident Evil 4. Oder 5. Ich glaube auch bei 5, wo man so Steine irgendwo von der Decke... Oh, knallt.
ich glaube, ich bin hier nicht allein. So, Süße. Du nimmst das lieber. Ist das hier Alohol? Muss ich mal an das Lied denken. Alohol. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Bekanntes deutsches Lied. Hab vergessen, von wem. Ja, ja, ich glaube, das war doch von Grönemeyer. Mit Alkohol. So, irgendwas blubbert hier gerade. Ich glaube, hier schwimmt was. Ich bin mir sicher, dass hier was schwimmt. Huh? Zack! Oh, du blöder Vogel! Haut der mich da runter? Hä? Zack, zack. Scheißen Dreck, du bist doch so. So. Ich kann nicht zielen. Ich. So. So. Oh, bleib doch liegen. Oh, ich habe einen Erfolg. Für was denn? Ein Freund in Not. Hat die das nicht schon? Egal. Nimm's nochmal. So, irgendwo ist noch ein Vogel. Ah, da oben schwirrt er rum. Warte, warte, bleib mal locker, bleib mal locker. Ich glaube, du bleibst locker. Aber klär nicht. So. Oh, voll auf dem Kopf. Ja, jetzt habe ich dich aber. Aber es blubbert immer noch hier. Ist doch was. Warum bleibt sie eigentlich stehen? Hm? Oh! Alter! Lol. Dreifach lol. So. Nehmen wir mal ein Kräutchen. Und noch ein Versuch. Das war jetzt witzig. Ja, ist er gut. Erschreck dich nicht. So. Ich hatte vorhin Glück, aber wir müssen das jetzt nicht übertreiben. Blüpp. Ich glaube, wenn, kleine Maus, machst du das. Ach du. Scheiße, komm schon. Schwimmt hier was? Also ich bin fest davon überzeugt, hier schwimmt was. Weil es witzig war. Nochmal. So, einmal hier rüber. Einmal darüber. Und einmal hier. Und da unten ist eine Kiste. Aber ich habe jetzt keinen Bock zu laufen. Aber deswegen mache ich den hier. Zack. Bleib. Gib mal den Rubin her. Und runter. So. Zack. Magnum. Alto Belly. Ey, Bossfight. Übelster Bossfight muss kommen. Man kriegt doch nicht so viel Magnum-Muni umsonst. Wie viel habe ich denn überhaupt? Ey, ich habe 12. Das würde doch nicht umsonst da sein. Dann sage ich ja, übelster Bossfight muss kommen. Ja, ist gut. So, Claire. Zack. Monsterfett. So, du weg. Oh. Nein, 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 das wird wehtun, das wird wehtun. Oh, das hat ihm getan. Nicht mir. So. Dicke Platt. Korrekt. So, Moira, du nimmst auch hier Alkohol mit. Ich weiß nicht, wofür das alles ist, aber hat einen Grund. Ey, der geht nicht Pudde. Bleib cool. So. Geh putt.
Licht mag's ja nicht. Okidoki. Ach, da geht's lang. Okay. Wenn jetzt nichts Böses mehr kommt, bin ich vollstens zufrieden. Ich glaube, das kann nicht sein. So, und hoch. Hier keine Tür oder sowas. Lieber mal gucken. Ne, gerade finde ich jetzt nichts. Vielleicht wäre aber nochmal cool, Magnum Muni. Das war jetzt echt, ich meine, ist echt eine Menge. Und da ist die Aloe-Flasche. Moira! Genau. So. Da siehst du da aber was. Da blinkt was. Schrotlindmuni. Das kannst du dann sofort der guten Claire geben. So. Und wir mixen jetzt mal was. Wir kombinieren Alkohol und machen daraus eine Brandflasche. So, ich glaube, mehr brauche ich jetzt nicht. So, und dann gehen wir, glaube ich, in den nächsten Bereich. Ich glaube, das ist alles nur so. Ich glaube, was wir jetzt machen, so eine Aufwärmphase. So, Vorbereitung für Bossfight. Habe ich eine übelste Vermutung. Das ist schon wie so eine Art Friedhof, ja, Resident Evil typisch. Okay. Kam mir jetzt echt vor so. Erreicht haben, oder? Glaube schon. Was ist das? Sieht aus wie ein Grab. Ich kann sagen. Ich glaube, der Turm ist genau über uns. Ich hoffe, wir können sie noch überraschen. Finden wir einen Weg nach oben. Was steht denn drauf? Ein Gedenkschrift für meinen Blutsbrüder. Ach, für meine. Wir folgten Meisterin Alex auf dieser Insel. Zabichi. Die sie Nummer 46 getauft hat. Warum auch immer. Unsere Bemühungen haben Wohlstand auf die Insel gebracht. Aber noch wichtiger ist, dass wir gekommen sind, um der Meisterin zu helfen. Ihren Wunsch nach Wiedergeburt zu erfüllen. Wiedergeburt. Okay. Ihr habt eure Aufgaben hervorragend erfüllt. Selbst bei eurer letzten Aufgabe, der Meisterin wertvolle Daten zu liefern, auf Kosten eures eigenen Lebens. Ja, das nenne ich mal jetzt, ne? Aufopferung für die Arbeit. Unsere Knechtschaft zum Meisterin verbindet uns. Oh, wie geil, Knechtschaft. Ihr seid meine Kollegen und meine Freunde. Ich werde der Meisterin helfen, die Arbeit zu vollenden, die wir gemeinsam begonnen haben. Ich verspreche euch, dass euer Opfer nicht vergeblich waren. Möget ihr in Frieden ruhen. Frage, ist das Umbrella? Ja, jetzt mal im Ernst, hat das was mit Umbrella zu tun? Weil, Umbrella gibt's, glaube ich, nicht seit zuletzt Resident Evil Revelations. Ach, Resident Evil Revelations, ist klar. Ich meine, Resident Evil 3, glaube ich, ne? Nach der Raccoon City Geschichte gibt's ja nicht mehr. Glaube ich. Aber ihr da draußen wisstet ja besser als Icke. Ob wir hier noch was finden? Also, ich finde das schon krass. Wirklich mit dem Stein und diese Aufopferung. Weil man macht ja vieles bei der Arbeit und für die Arbeit, aber. Wow. What? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Okay. Rätseltime? Hä? Was bewege ich denn jetzt hier? Gerade jetzt nicht, was ich hier bewege, gerade, ganz ehrlich. Ja, es ist dasselbe Satz wie bisher. Ich drücke und drücke hier.
öffne ich gerade irgendeine Tür, von der ich nicht weiß? Das muss doch was bedeuten. Oh. Claire. Sag mal. So. Aber irgendwas. Das machen wir jetzt neugierig. Aha. Er hat keinen Stern. Das hat jetzt keinen Stern gehabt. So. Was bewege ich denn damit? Das ist die große Frage, finde ich. Was bewege ich denn? Warum leuchtest du? Krass, ich bin gerade verwirrt. Hm. Vielleicht haben wir hier noch einen Moment. Befreit unsere Genossen. Wenn ihr nach Wahrheit trachtet, müsst ihr eure gefallenen Kameraden der Reihe nach die letzte Ehre erweisen. Erst dann könnt ihr eure Ketten abschreifen. Der erste war immer tollkühn. Er hat kein Grab. Der zweite trägt ein Antlitz auf dem Rücken. Der dritte ist der dritte Nachbar des vierten, aber in der Reihe davor. Der vierte hat seinen Kopf verloren. Alter. Oh, ein Rätsel jetzt. So, komm mal her, Schießpulver. So. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Dieses Rätsel müssen wir auch lösen. Der erste war immer Tolkien, er hat kein Grab. Also, der erste, der hat kein Grab, das ist das da. Bin ich mir sicher. So. Der zweite trägt sein Antlitz auf dem Rücken. Antlitz auf dem Rücken. So, was meint er mit auf dem Rücken? Zweite auf dem Rücken. Wenn ich wüsste, was du damit meinst. Hm. Wisst ihr was, liebe Freunde? Ich werde da jetzt hier einen Cut setzen und mich mit diesem Rätsel auch befassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Resident Evil Revelations 2. Denn das will ich unbedingt lösen. Ob wir es müssen oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber... es ist wichtig. Also liebe Freunde, wir sehen uns zur nächsten Folge.